So, jetzt haben wir hier den lieben Markus stehen von SKS Spedition. Markus, wir sind ja jetzt hier bei Magic Bike in Rüdesheim. Was machst du hier? Wir machen für Harley-Davidson Deutschland und in dem speziellen Fall hier für die Niederlassung Factory Wiesbaden bieten wir Probefahrten an für jeden, der möchte und einen Führerschein hat. Sogar haben wir ein Fahrzeug dabei, hier vorne steht so eine kleine, für 48 PS, sprich 48 PS ist richtig, A2 Führerschein. Und dann können wir hier eine Probefahrt machen, dauert ungefähr eine halbe Stunde, geführt in der Gruppe. Und wir haben von den kleinen Maschinen bis rauf zu der Ultra Limited alles dabei. Also darf gerne jeder kommen. Wir fahren zu jeder vollen Stunde bis Sonntagmittag um 12 Uhr. Ja, ist ja Wahnsinn. Also das heißt aber, die können nicht einfach jetzt hierher kommen und alleine fahren, sondern ihr fahrt dann mit denen. Ja, normal bieten wir das auch schon mal an mit alleine fahren, aber da hier ja mehr wie 5 Leute unterwegs sind, damit keiner verloren geht, bieten wir das in der Gruppe an. Ist also ein Tourguide vorne weg, Tourguide hinten dran und dazwischen sind dann die Fahrer. Da müssen die sich nicht auf irgendwelche Straßen konzentrieren oder Kreuzungen, sondern die fahren einfach nur dem Vordermann nach. Und ist eine coole Sache, wird auch sehr gut angenommen. Heute am Donnerstag war schon richtig Betrieb hier. Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Ist eine Menge los und seid auch ordentlich die Fahrzeuge losgeworden sozusagen? Ja. Also ich habe eben schon mal gesagt, ich weiß nicht, wo die hier beten und wo die Kerzen anzünden hier in Rüdesheim. Die haben immer Bombenwetter. Der Regen zieht immer rechts, links dran vorbei. Also ist immer wieder schön hier ein Magic Bike. Also ist toll. Ist eine der schönsten Veranstaltungen im Kalender. Vom Wetter her und auch, die kommen alle wieder, wenn die Ohren in den Weg, wenn die wieder rundherum grinsen vom Fahren hier. In den Weinbergen, das ist ganz toll. Ist also eigentlich auch echt tolles Gefühl, wenn du siehst, wie die Leute dann von den Bikes absteigen. Ja, ich fahre ja nie mit. Ich bin ja immer hier, aber ich kriege selber Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Die steigen ab und grinsen wirklich quer durchs Gesicht und freuen sich dann schon auf die nächste Tour, weil wir sagen, ne, du darfst nur ein- oder zweimal fahren. Jemand drei- oder viermal fahren möchte, kann er dann auch gern tun. Und wie oft sind die Touren jetzt? Wir starten morgens um 10 fahren zu jeder vollen Stunde und die letzte ist abends um 18 Uhr. Am Samstag ist die Parade, da werden wir kurz unterbrechen, damit wir mit der Gruppe nicht da reinkommen und danach geht aber sofort weiter dann. Und wo fahren die da überall lang? Das kann ich gar nicht genau sagen. Da müssten wir mal einen Tourguide fragen, weil ich bin die Strecke noch nie gefahren. Also die fahren hier runter und fahren dann ein Stück raus. Die sind so 20 Minuten, eine halbe Stunde unterwegs. Aber wo die genau herfahren, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Müssen wir mal einen Tourguide fragen. Das machen wir dann auf jeden Fall. Ja. Und wie oft seid ihr jetzt schon bei Magic Bike gewesen? Oh, das kann ich gar nicht genau sagen. Das ist ja über 20 Jahre machen die das schon. Ich weiß gar nicht, ein Kollege hat das von mir früher gemacht, aber ich glaube, ich bin auch schon das 7., 8. Mal bestimmt schon hier, ohne die Privaten. Also wir waren eigentlich jedes Jahr hier. Ist auf der Nähe hier, deswegen fährt man dann hier hin. Und ich habe ja auch gehört, dass du diesen riesen Truck fährst. Was ist denn das für ein Gefühl? Also ich bin da ja mal kurz dran vorbeigelaufen und habe das auch so ein bisschen gefilmt. Das ist echt schon ein riesen Truck. Ja, das ist wieder so, ich habe 20 Jahre lang an meinem Chef gebettelt, dass wir wieder so ein Ding kaufen. Wir hatten vor knapp 25 Jahren schon mal so eine Aktion mit Harley-Davidson zusammen. Und die haben jetzt vor 2 Jahren gesagt, wir machen nochmal was richtig Cooles. Wir nehmen nochmal einen Truck mit da rein. Und dann hat mein Chef gesagt, okay, wir kaufen nochmal einen Truck. War ziemlich tricky mit Corona, mit Bestellen und ging über Monate hinweg und Trailer bauen. Aber jetzt sind wir froh, dass wir ihn seit letztem Jahr haben. Und egal, wo du hinkommst, überall sind direkt. Jetzt sind nicht nur Kinder, die da hinkommen, auch die nichts mit LKW zu tun haben, wollen einfach mal gucken und mal rein. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mal gerne auch gleich mal hingehen, kannst auch mal reingucken. Das auf jeden Fall, weil wie gesagt, das ist echt ein absoluter ja. Hingucker. Und ja. Was ist denn so für dich das Highlight jetzt hier auf dem Fest? Das ist eigentlich wie überall, dieses Ganze mit allen, die hier die Zelte aufbauen und ob die jetzt Zubehör verkaufen oder die Händler, das ist wie so eine kleine Familie. Man trifft sich über das ganze Jahr, das fängt ja im Frühjahr schon an, Anfang Mai sind ja schon die ersten Veranstaltungen und man trifft sich eigentlich über das ganze Jahr immer wieder und das sind über die Jahre wirklich Freundschaften entstanden, wo man dann auch Weihnachten eine Karte schickt, so oldschool, schreibt eine Postkarte, frohe Weihnachten und man ruft dann vorher schon an, bist du in Rüdesheim? Ja, dann treffen wir uns bei dem abends zum Essen und Trinken noch ein und du siehst überall auch nur wirklich freundliche Gesichter. Also diese Geschichte hier ist ja extrem. Urlauber sind noch da, weil Ferien noch sind und du hast dann die Biker hier und du siehst sie aber an allen Ecken, egal ob das jetzt Touris sind oder Motorradfahrer, alle sind am Grinsen, am Gucken, am Fotografieren und das finde ich eigentlich das Tolle daran, dass kein Stress irgendwo ist. Alles cool, jeder hat Spaß mit dem anderen und das finde ich einfach, das ist das Tolle. Das gibt es so in dem Maße auch wirklich, glaube ich, nur bei Harley-Davidson.
Das habe ich auch schon festgestellt. Alles echt total locker drauf und total entspannt. Ja, die sind alle froh, dass wir wieder endlich fahren können und wo wir hinwollen und dass man sich treffen kann. Abends hier vorne um den Turm drumherum, dann sitzen die da und die sitzen teilweise auf dem Boden im Schatten und dann wird gesungen und dann ist da Live-Musik. Und wenn morgen Abend dann Feuerwerk ist, nee, nicht morgen, am Samstagabend, Entschuldigung, dann stehen die Biker da und dann haben die feuchte Augen, weil das mega cool ist, hier dann in den Himmel rein, dieses Feuerwerk ist einfach traumhaft schön. Auf jeden Fall kommen und sich das auf jeden Fall anschauen, ja, definitiv. Auf jeden Fall, egal ob man jetzt Motorradfahrer ist oder Harley-Fahrer, ist völlig egal. Das ist für jeden ist was dabei und ist mega cool hier.